Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League. Und ja, eure Kommentare waren eindeutig. Ich glaube, es haben nur zwei, zumindest habe ich nur zwei gelesen, die klar und deutlich Nein gesagt haben, was das Match angeht. Fast alle anderen haben gesagt, ja gerne. Selten welche, denen es egal ist. Deswegen gibt es heute das Match gegen Yemen mit meinen Mates im Dreier. Bevor ich die Matches aber zeige, ich möchte noch kurz was sagen. Momentan gibt es unter meinen Rocket League Videos irgendwie so Key-Sachen oder so, meistens in dicker Schrift und so. Bitte klickt auf sowas nie. Ich kenne das zwar von Counter-Strike-Videos sehr stark, aber bei den Rocket League-Videos war das bisher noch nicht, aber es fängt jetzt auch an. Es gibt da nichts. Also wenn irgendwer links in der Beschreibung verlinkt mit dem gleichen Spam-Scheiß die ganze Zeit, klickt da bitte nicht drauf für eure Sicherheit. Ich lösche die Kommentare natürlich, aber ich bin nicht immer up-to-date. Also es kann mal sein, dass die eine Stunde oder ein bisschen länger online sind. So, und dann jetzt, bevor wir ins Spiel starten, wie gesagt, wir spielen gegen Yem. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt Champion 2. Er spielt mit einem Mate und der dritte Mate ist random. Wir sind natürlich eingespielt. Unsere Elo ist Champion 2, Champion und Diamond 3. Wobei der Diamond 3 auch kurz vor Champion sein müsste. Aber nicht ganz sicher. So, da seht ihr dann auch, es geht um Yemen. Also, es ist der echte, es ist kein Fake. Und ja, ich werde übrigens hier nicht irgendwelche RLCS-Kommentatoren auspacken und auch damit irgendeinen Stil, sondern ich werde einfach nur darauf eingehen, was man hätte besser machen können. Und vielleicht finde ich irgendwas lustig und wir reden da ein bisschen drüber, aber ich werde hier nicht die Sachen groß hypen. Also, da bitte keine Expectations. Also, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, tut mir leid. Oh shit. Ja gut, da darf ich nicht so cocky sein und erwarten, dass da keiner drauf geht. Aber kann mal passieren. Zum Warmspielen. Und oh du Scheiße. Ja, an die Szene kann ich mich noch erinnern. Das war natürlich totale Katastrophe. Das Problem ist natürlich hier, ich muss da drauf fahren. Ich bin nicht drauf gefahren, weil ich dachte, dass die Person, wer ist das, Paquito, den Ball hat. Deswegen bin ich weiter zurückgefahren. Wenn ich da drauf fahren würde, dann würde das hier nicht passieren. So macht mein Mate die Kurve und ich auch. Ja. Wäre ich sofort drauf gefahren, wäre es kein Problem gewesen. Allerdings bin ich halt nicht drauf gefahren, weil ich davon ausgegangen bin, dass der andere den spielt, was er halt verkackt hat. Ist ein bisschen unlucky. Aber in der Rotation hätte ich eventuell trotzdem angreifen können oder sollen. Ist debattierbar, denke ich, aber so wäre es auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Und dann kommen wir jetzt zum Angriff, ey. Aber 1-0 ist ja nicht so schlimm, ne, Leute? Pow! Voll daneben gesprungen. Und das ist 2-0. Prank! Der Save war natürlich easy peasy. Okay, easy. Super easy peasy war nicht. Er war alles schön in einer Bewegung, aber schwer war er auch nicht. Und was passiert jetzt? Ja, das war tatsächlich ein bisschen riskant von mir. Ich finde, da hätte ich eher nach rechts flippen sollen, weil er hätte mich relativ leicht ausspielen können, weil es sehr... Oh, oh, oh. Ja, okay, da bin ich nicht schnell genug dran. Aber der Block vorher, der zu diesem Chance geführt hat, war sehr schön. Und, das ist ärgerlich. Dann schön Aufsetzer versucht, hat nicht ganz geklappt. Das ist halt das Ding, man kann versuchen, den Ball feste zu treffen. Holy moly. What the fuck. Das sah ein bisschen awkward aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Chance ist nicht gegangen, weil er gebumpt wird. Und zwar da. Oh mein Gott. Das Problem ist, dass ich halt auch nicht dafür bereit stand. Ich finde sogar, dass ich zu offensiv gestanden habe. Normalerweise ist er ja für den Rebounder da. Und ich muss für Situationen bereitstehen, die negativ für uns hinten sein können. Und dafür stand ich zu offensiv. Entweder ich gehe ganz auf den Rebound und auf dem habe ich nichts verloren oder ich spiele was defensiver und das wäre meine Aufgabe gewesen. Also da ich den Follow-up nicht habe, ist nicht schlimm. Ist unglückliche Fügung. Da war natürlich eine Riesenchance. Aber ich denke, das ist nur fair, weil am Anfang waren ein, zwei Chancen, die bei denen nicht reingegangen sind, wo wir schon hätten 1-0 nach hinten gehen können. Und gut. Den Schuss kann man auch versuchen aufs Tor zu bringen, also da kann man nicht viel zu sagen. Es war keiner für den Pass da bereit oder so. Also war einfach nur schlecht geaimt. Da bin ich ein bisschen out of tempo gewesen. Aber es war gut. Da habe ich den Pfosten sicher. Ich habe ihn warm. Ganz easy. Da wollte ich aushelfen. Ja,
Ist immer so, das ist was Schwieriges. Och, nö. Wie ist das denn jetzt passiert? Ah, ich weiß nicht ganz, wie da das Outplay zustande gekommen ist, aber es waren fast drei vorne und er alleine hinten. Also da kann das mal gerne passieren. Man muss sich ja für irgendwas entscheiden, ansonsten können die Passspieler und sonstiges auspacken. Hab's jetzt auch nicht gut erkannt, aber kann natürlich im schlimmsten Falle auch einfach nur ein simpler Mist gewesen sein, aber normalerweise nicht. Ah, der war eigentlich schön, dass er so runtergeprallt ist, leider aber neben dem Tor dadurch. Oh, habe ich den geredet oder was? Ey, bam, unterbrochen den Pass. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Warum bin ich da noch an der Wand? Ich müsste schon längst hinten sein und jetzt schon wieder in der Rotation nach vorne. Den Ball hätte ich damit schon lange da abfangen können. In dem Fall war es jetzt anscheinend nicht so schlimm. Gut, da bin ich nicht drauf gegangen, weil ich gedacht habe, dass meine Mates den Ball spielen. Hätte ich committen müssen. Der Hintermann ist dadurch natürlich auch was abgebremst, weil ich so knapp vom Ball abgebremst habe. Damit rechnet man nicht. Kann spontan nicht mehr so gut reagieren. Hätte ich wahrscheinlich auch im TS ansagen müssen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht getan habe. Ansonsten wäre es noch okay gewesen, aber so. Und, komm schon. Komm, einfach einen schönen Block. Ja, der war nicht so schön. Ich weiß nicht, warum ich da mich nicht drehe, warum ich mir zugucke, wie ich umfalle. Aber der wird nichts. Dann haben sie. Das hat keiner gesehen, Leute. Dafür war der Block sehr schön. Gut mitgedacht bei dem Block zumindest davor. Das war irgendwie ein bisschen unlucky. Oh! Ah. Ich fand, das sah gerade gut aus. Aber dann kommt er einfach aus der Ecke. Ich kann mich übrigens nicht mehr so an die Matches erinnern. Die sind jetzt für mich 2 Wochen fast her. Oh mein Gott, das war lucky. Und dann ist er das Tor und jetzt... Boom! An das konnte ich mich noch erinnern. Da kann nicht mal Yemen das Tor halten. Also, es sind meine Schüsse. Unglaublich, ein sicker Shot. Nein, das war eigentlich wirklich ziemlich lucky, muss man wirklich dazu sagen. Weil dieser Block hier ist sehr cocky. Dass ich den Clear so gespielt habe. Ich meine, das da ist der Fehler, dass sie den dann nicht an der Wand haben. Aber der Clear vorher, der war sehr riskant, weil er da schön auf den Block mitgeflogen ist. Und er hatte den Ball auch. Nur so schwach, dass es nicht wirklich was ausgemacht hat. Also das war sehr glücklich, dass das daraus entstanden ist. An der Wand ist natürlich da der Gegner schuld. Oh lala, ich bin ultra spät hoch und trotzdem noch... Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da bin ich echt spät hoch und da ist die Zeit vorbei. Der Ball ist noch gar nicht auf dem Boden, seht ihr das? Wie kann die Zeit da vorbei sein? Aber das hier... Ja, dass ich da vor ihm dran war, krass. Aber hier richtig schön reingegeben. Ich glaube, da muss ich einfach meinem Mate vertrauen, dass er den Ball holt. Meine Chance, selbst wenn da keiner, wenn er den nicht gehabt hätte, wäre die nur gegen den Pfosten. Das sieht man ganz kurz, bevor er ihn berührt, sehr schön. Oder während der da. Der wäre nicht. Und da muss ich dann einfach vertrauen. Es sind noch 5 Sekunden zu spielen. Natürlich ist mein Mate da aufgestaffelt. Es gab keine Situation, wo gerade irgendwer zurückfahren musste. Da muss ich einfach vertrauen. Und das ist kann passieren durch die Anspannung und Hektik und so, weil halt noch ein Tor her muss. Aber normalerweise habe ich da nichts verloren. Gut, wir haben das erste Match 1-2 verloren. Dann sehen wir uns im zweiten. Mal gucken, wie das ausgeht. So, auch hier nochmal zeigen. Yemen und wieder Lara. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Anakin das erste Spiel auch dabei war. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwas mit P war es beim ersten Mal. Das war schon direkt gefährlich. Aber es... Und... Das schönste Eigentor. An das kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Er ist halt einfach unlucky. Da passiert manchmal. Manchmal hat man kleine Aussetzer. Da will man den einfach nur safe weiterspielen. Hätte man noch nicht machen müssen, weil da keiner war. Aber man ist eigentlich ein Ball, den man in 5000 von 5000 Fällen da weiterspielt. Und dann kommt der 5001. Fall. Shit happens. Ist natürlich ärgerlich, dass man gegen gute Spieler so nach hinten geht. Aber davon lassen wir uns nicht tilten. Das kann denen natürlich genauso passieren. Das ist Teil des Spiels. Da darf man nicht aufgeben. Der war, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Daraus konnte ich persönlich nichts anfangen. Ich hatte erst mit einem Schuss gerechnet. Ich weiß noch nicht, ob es ein Schuss ein Aufsetzer werden sollte oder ob es dann doch eine Hereingabe werden sollte. Und, das war eine gute Chance.
Die wäre besser gewesen, wenn ich mich in der Luft drehen könnte. Also senkrecht um meine eigene Achse, so Salto-mäßig. Dann hätte ich da ein bisschen mehr Kraft reinbringen können und eventuell auch schon vorher den Ball spielen können, ein paar Sekunden. Ich glaube, er wäre trotzdem dran gewesen. Auch eindeutig, aber... Und... Ich glaube, das sollte keine Hereingabe werden. Die mache ich zwar gerne mal aus den Situationen, aber da das Tor frei ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Pass war, sondern ein gefailter Schuss. Oh, aber mit dem Salto drehen, ich habe halt nicht die Kontrolle da. Aber das... Nice. Spawnt der Boost mal bitte. Danke. Aber das würde vielleicht manchmal ein bisschen erleichtern, weil ich so immer nur den Ball abprallen lassen muss. Und da fehlt natürlich ein bisschen das Tempo, die Kraft, das Momentum beim Ball. Gut, dass er da den Ball misst, ist sehr angenehm für uns. Das sollte ein Tor sein. Und ist es auch. Allerdings nicht so eindeutig, wie ich dachte. Aber das war wirklich krass. Der Winkel, der war wirklich sick. Der sah jetzt aus meiner Position nicht so krass aus. Aber hier, das war schon... ziemlich sick, das muss man anerkennen. Also der... Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Winkel war wirklich übertrieben gut. Aber dass er da vorher natürlich misst, ist ein bisschen glücklich für uns. Aber natürlich können auch wir ausnahmsweise mal von Fehlern profitieren. Müssen ja nicht immer nur zugucken, wie die Gegner von unseren profitieren. Ganz einfache Geschichte. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen out of position. Und das da ist natürlich nur noch Verzweiflung. Da sollte ich auch gar nicht mehr hinspringen. Ich kann vielleicht noch ein bisschen Pressure mit der Präsenz. Aber da brauche ich nicht so drauf springen. Den hat er in 100 von 100 Fällen darüber. Es war einfach nur noch Verzweiflung, weil ich vorher hätte schon angreifen können, aber es nicht getan habe. Und dann ist man halt so in Zugzwang. Oh, shit. Wenn ich da vorher ein bisschen aggressiver spiele... Oh mein Gott, unlucky. Dann bin ich da schneller am Ball. Nur wirklich minimal aggressiver. Ein bisschen schade. Hätte ich mir auch rausnehmen können, finde ich, da an der Stelle. Aber gut, es ist nicht schlimm. Es steht nur 1-1. Solange wir dadurch nicht das Spiel verlieren. Gut, da ist meine altbekannte Ecke, mit der ich befreundet bin. Der war auch sehr stark. Den hätte ich nicht mal berührt. Aber dafür ist der Clear ganz angenehm. Einfach schön in die Ecke. Da merkt man auch schon direkt, dass ich verunsichert bin, weil ich gerade eben schon an der Wand gefailt habe. Wieder sehr spät hoch. Tatsächlich auch diesmal zu spät. Ich dachte, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Da sind wir sehr lucky, dass da keiner kurz in der Ecke stand. Das hätte das 2-1 sein können. War auch wieder aus dem zu langsamen Hochgehen von mir. Der andere war zwar ewig... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war lucky. Ah, nicht lucky. Das war schon skillful, Kappa. Aber danach waren wir natürlich safe. Eieiei. Also man merkt, ich bin manchmal einfach ein Ticken zu langsam. Das ist natürlich... Ich bin mir nicht so ganz sicher immer, ob ich auf den Ball schon drauf kam, weil ich halt weiß, dass die Leute mechanically besser sind und eventuell auch besser spielen. Also es macht ja keinen Sinn, das abzustreiten oder gut zu reden. Der da war knapp, gut ausgewichen. Aber auch Glück gehabt, dass die Hereingabe danach nicht so gut war. Ansonsten wäre ich da nicht so schnell wieder in Position gewesen, auch wenn mein Sprung ein sehr leichter Sprung war, um gerade so auszuweichen. Nee, aber das, wenn man merkt, dass man schlechter ist, verhält man sich ja anders. Und da ist das Problem, dass aber durch diese Unsicherheit, und wenn die auch nur minimal ist, wenn das wirklich nur 0,2 Sekunden Zögern ist, gibt man den manchmal aber auch erst den Freiraum. Also man muss auf jeden Fall selbst, boah, den muss ich besser reinbringen, das kann nicht sein. Gibt man denen auch erst die Chance, da dran zu kommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das auch so ein kleiner Teufelskreislauf werden kann. Da muss man sich einfach sagen, Klaus, hier, benimm dich mal. Jetzt wird wieder aggressiv gespielt. Das heißt nicht, dass man gedankenfrei auf jeden Ball springen soll, aber einfach nicht zögern. Das ist das Schlimmste generell, was man in Rocket League machen kann. Also, falls ihr damit auch Probleme habt, einfach nur mal machen. Da hatten wir jetzt auch ein bisschen Glück, der hätte auch anders. Da muss ich besser zum Block gehen. Ich glaube, der wäre zwar nicht mehr reingerollt, selbst wenn er aufs Tor gerollt wäre. Aber gut, vielleicht aufs kurze Eck, dass ich drecke ein bisschen kürzer. Und boom! Aber ja. Oh, das sieht jetzt sehr gut aus. Also die Overtime ist sehr in favor gerade für uns. Mal gucken, was jetzt
Ja. Da muss ich, wenn ich da drauf gehe, dann muss ich vorher fliegen. Also dann muss ich versuchen, ah, den hätte ich mitnehmen können. Dann muss ich versuchen, irgendwie ein bisschen was zuzumachen. Aber so habe ich wieder nur meine Position aufgegeben und nicht mal Pressure dafür ausgeübt. Okay, jetzt kurzes Momentum für die, aber das ist ein Angriff für uns. Den lasse ich dann natürlich den Mate dann, nachdem ich sehe, dass er hingeht. Hätte ihn zwar tatsächlich gerne gespielt. Ja, der war mir ein bisschen... Oh, das war lucky. Da war ich... Das war mir alles, da bin ich auch zu langsam für. Ach du Scheiße, und wieder komplett out of position. Da wurde mir der Arsch komplett gerettet. Sehr gut gelesen von meinem Mate, dass ich da out of position war. Der wäre auf jeden Fall drin gewesen, ohne seinen Block. Und da wäre auch keiner mehr dran gekommen. Und den habe ich bitte noch. Ja, sehr schön. Das ist gut. Vorher hochgegangen. Genug Zeit gehabt, um zu reagieren. Und da ist das Tor frei. Und da ist das Tor drin. Jetzt können wir uns auch nochmal aus anderer Sicht angucken. Gehen wir kurz zum Batmobil. So. Da ich da ja gerade die Kamera geswitcht habe. Ist mir ja egal, ob ich sehe, wie das Tor reingeht. Oh, der Schuss war noch nicht mal so gut. Den hätte man auch besser machen können. Nochmal spannend gemacht, aber ist nicht schlimm. Tor ist Tor. Und ja, das waren die Matches gegen Jemen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls nicht, dann könnt ihr das gerne schreiben, dann weiß ich das für Zukunft. Für die Zukunft. Wow, gutes Deutsch, Klaus. Für die Zukunft, weil ich weiß nicht, wie oft sowas vorkommen wird, dass ich gegen Pros spiele. Ich meine, wir spielen zwar im niedrigen Champion-Bereich im Dreier und da kann es auch mal sein, dass wenn die sich nicht hochgegrindet haben, dass man da auf wirklich gute Leute trifft. Also ich rede jetzt nicht von Season 4 Grand Champion, sondern auch wirklich Leute, die auch irgendwie bekannt sind, wenn ihr den Modus nicht viel spielen und gerade erst anfangen oder so. Aber es ist halt eher noch sehr, sehr selten. Und je nachdem, wenn das euch super viel Spaß gemacht hat, dann kann ich zumindest die Replays speichern und dann kann man immer noch mal gucken. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!